Payday 2. Herzlich willkommen zum Let's Play Payday 2. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet, wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe es einfach gekauft. Verrückt, oder? Ja. Wir machen was. Was machen wir? Wir machen... Locken wir uns ins CrimeNet ein. Wir klicken hier mal auf Versteck. Und gehen zu unserem sicheren Haus. Was auch immer das bedeutet. Wie gesagt, ich habe das Spiel eben nur einmal gestartet, um die Grafik einzustellen. Ja, was auch immer. Das Versteck ist unser zweites Zuhause, unsere Festung, unser Rückzugsort, der Ort, an dem unser Geld Formen nimmt. Das Versteck bietet uns die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten ganz stressfrei zu verbessern. Wir können verschiedene Waffen oder Techniken wie Tresore aufbrechen oder Kameras deaktivieren ausprobieren, riesige Geldhaufen anhimmeln und sogar Dinge kaufen, mit denen wir unsere Hütte ausstatten können. dann wird das wohl so sein. Wir sind bereit, natürlich sind wir bereit. Enter gedrückt halten. Nee. Aktiviert das Ziel. Betretet das Versteck. Bing. Oh. Wo ist denn wohl unser Versteck? Na, das ist ja ein dolles Versteck hier. Wir sollen warten, dass sich Bane meldet. Dann warten wir mal, dass Bane sich meldet. Wir haben hier einen wunderbaren Teddybären in Pink. Welcome back. See, you don't even have to answer the phone. I'm keeping my eyes on you, as usual. I trust you've had a vacation worthy of real heisters. You worked hard. You needed it. But you were needed once again. Hinter der Küche. So, so. Dann holen wir uns unser erstes Paket. Was haben wir denn da? Du bist im Erkundungsmodus. Ja, Maske auf. Wie setzen wir denn unsere Maske auf? Mit G setzen wir die Maske auf. Bereite Maske vor. Und da ist sie. Auf Shift rennt man also, okay. Da oben sollen wir hoch. Achso, nee. It's your money that I laundered. Some extra in there for your generous contribution to Overkill. Trage Geld. Werft die Tasche auf den Tisch. Ja, das machen wir. Wir können jetzt nicht mehr rennen. Jetzt sollen wir das Geld wieder einsammeln? Das haben wir doch gerade. Now, pick up the money. Ja. Hatte ich vor. Danke. Ja. This is your safe house. This is where you spend your time off duty. It's not much at the moment, but give it some time. I'm working on it. And I'll let you do some decoration yourself soon. Oh, wir können Ketchupflaschen zerschießen. Und Salzstreuer. Wie machen wir das? F drücken. Get down there. I'll show you a secret. Noch mehr geheime Sachen. Ich weiß, wo wir uns auf jeden Fall verlaufen werden. Ja, das ist dann ein Raum. Interessant. Jetzt gehen wir mal weiter. Ein Schießstand. F drücken, um Munition aufzunehmen. Ja.
Alles klar, wir haben Munition. Ach so, wir müssen die rot markierten Bereiche treffen, ich verstehe. Nein, wir müssen nicht die rot markierten Bereiche treffen. Ah, okay, wir können hier die verschiedenen Waffen ausprobieren. Müssen wir einfach schneller schießen vielleicht? Ich verstehe wahrscheinlich gerade wieder irgendwas an so einem Ding nicht. Ha! Jetzt haben wir sie alle. Ah. Na komm schon. Schneller! Das ist das Schießtraining. Ich kann gerade nicht so viel erzählen. Ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren. Das ist jetzt einfach so. Können wir nämlich hier schön alle Köpfe mitnehmen. Theoretisch zumindest. Oder wir ballern einfach drauf los und sind dann leer geschossen. Wir brauchen neue Munition. Das machen wir mit F. Ui. Ja. Und nochmal nachladen, natürlich. Warum fallen die denn nicht um? Ich kann doch nicht so derbe daneben schießen die ganze Zeit. Komm schon. Nein. Juhu. Wir haben es geschafft. Man muss also einfach schießen. Irgendwann fallen halt alle um. Aber langsam ist es ein bisschen unangenehm, die ganze Zeit die rechte Maustaste zu drücken, um zu zielen. Was ist das? Ah, muss ich jetzt durch. Bin mal gespannt, was uns in diesem Spiel erwartet. Wir spielen ja offensichtlich mal wieder das organisierte Verbrechen. Warum ich gerade wieder gesagt habe, kann ich übrigens nicht sagen. Das weiß ich nicht. Bam, bam, bam. Jetzt verbringen wir doch einfach mal eine ganze Folge nur mit der Pistole auf Pappfiguren schießen. Warum auch nicht? Zwei sind offensichtlich tot. Vielleicht ist der jetzt auch dann. Nein, der steht nochmal auf. Weil es so schön war. Haben wir's? Haben wir. Gut. Ja. Ne, die stellen sich nicht wieder auf. So ruhig. Außerdem haben wir nur eine Waffe. So, was können wir hier machen? Disabled. Jetzt sollen wir da hinten hin. Da ist ein Laptop. Da, der leuchtet. Der leuchtet im Laptop. Ja, das klappt doch auch ganz gut eigentlich. Schießen bringt wohl irgendwie nichts. Wo sollen wir dahin schießen? Das kann ja auch nicht sein. Ja, dann machen wir das jetzt so. Geht ja auch. Was passiert hier jetzt? F gedrückt halten, um den Bohrer zu verwenden. Yay! Abgefahren. Und der bohrt jetzt. Auch wenn man es nicht sieht, er bohrt. Ja, was machen wir in den geschätzten 160 Sekunden? Nochmal zurücklaufen. Können wir mal gucken, was der Laptop hier so macht.
Nee, Ausgang wollen wir nicht. Und? Dir fehlt die Schlüsselkarte. Achso, ja, natürlich. Aber eigentlich könnten wir auch einfach von dieser Seite. Wir sind ja jetzt, dafür muss man da nicht groß was aufbrechen eigentlich. Dann knacken wir das Schloss mal in der Zeit. Dü-dü-dü. Knacken, C4, ging auch, oder schießen. Aber wir knacken das Schloss, weil wir haben Zeit, weil der Bocher so langsam ist. Oh, ich hab, da ist was passiert. Ich kann mich jetzt aber gerade nicht umdrehen, weil sonst bestimmt das Schlossknacken aufhört. Was ist hier? Oh oh. Bohrmaschine blockiert. Wir müssen den Bohrer neu starten. Das sollte natürlich nicht passieren. Naja, jetzt läuft er wieder. Alles gut. In der Zeit können wir dann hier ein bisschen auf der Tür rumballern. Das funktioniert ganz gut. Sonst hätten wir hier auch eine Schlüsselkarte gehabt, ne? Es ist ja nicht so, dass wir... Dass es eigentlich auch ganz einfach gehen kann. Nein, nein. Naja. Ja. Was sollen wir noch machen? Was können wir hier machen? Hier passt ja auch einiges rein. Mein Offshore-Konto. Alles klar. Dann gucken wir doch einfach hier regelmäßig vorbei. Ja, und jetzt? Jetzt drücken wir hier mal F. Dann mal los. Statistik. Rechne Erfahrung. Tagessatz. 77.400. Geld zum Ausgeben. 4.000 irgendwas. Mhm. Level 1. Wir können uns jetzt das AK-Gewehr kaufen. Was ist das hier? Ich habe eine Geldkarte gezogen. Und einen Bonus von 3.000 Dollar. Dollars. Ja. Und jetzt? Inventar. Okay. Glückwunsch. AK-Gewehr wurde freigeschaltet. Glückwunsch. Ich habe meine erste Waffenmodifikation. Das ist ausgerüstet. Sekundär. Ja, das wird ja wohl... Wir nehmen vielleicht lieber die Weste, anstatt des Anzugs. Panzerung anlegen. Ausrüstung. Masken haben wir 4 verschiedene schon. Lass uns mal den Clown hier nehmen. So. Ah, hier steht noch ein alter Schwede. Alter Schwede! Zurück. Und dann, was machen wir jetzt? Dann gehen wir nochmal auf crime.net. Vielleicht machen wir aber auch erstmal einmal hier auf Offline. Ich wollte jetzt nicht mit anderen zusammenspielen, gerade in dieser Aufnahme. Für das Online-Spiel habe ich schon einen anderen Plan. Mit Team-KI spielen. Risiko ist nicht so hoch. Bloodstone möchte Mr. Stone... Nee, Vlad möchte Mr. Stone für seinen Schutz bezahlen. Um ihm zu zeigen, dass es ihm ernst ist, sollt ihr sein Einkaufszentrum zerstören. Findet das Einkaufszentrum, zerstört alles, schnappt euch die Wertsachen, die ihr finden könnt. Ja, annehmen. Das hört sich doch gut an. Die Spannung steigt. Beschreibung, Vorteile. Risikolevel niedrig. Beschreibung. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Ja, das gefällt mir. Bereit.
you can. Snag cash and valuables, opportunistic. You understand? Yep. So, einmal kurz geladen. Sollen wir jetzt schon eine Maske aufsetzen? Nö, die machen das ja auch noch nicht. Horten und Ulf. Schlag alles kurz und klein. Ja, dann setzen wir mal die Maske auf. Oh oh, wir wurden entdeckt, aber das ist ja egal. Alarm ausgelöst. Jungs, ich kann nicht länger bleiben. Warum nicht? Bin ich eigentlich auch noch eine andere Waffe? Ich kann das hier aber nicht. Aha. Dann sollten wir vielleicht abhauen. Ich habe hier, glaube ich, eben einen blöden Fehler gemacht. Vielleicht sollten wir jetzt hier abhauen. Können wir hier noch raus? Hier stehen ziemlich viele. Zwei. Oh, Polizeivorstoß im Gange. Jetzt habe ich einen erwischt, glaube ich. Oh, die kommt von hinten. Und da ist schon das SWAT-Team, von dem wir da die ganze Zeit sprechen. Sollen wir mal ein bisschen in Deckung gehen, sonst sind wir hier gleich erledigt. Aber wir können ja hier nochmal eine Runde rein. Ein bisschen, oh. Horten, der hat bestimmt einen Hut gehört. Nachladen. Wir gehen hier weiter rein. Wie schlägt man denn? Also. Oh oh, Cops. Sollten wir ein bisschen aufpassen, was wir hier tun. Okay, eben. Stell dich mir doch nicht in den Weg. Ach, das waren. Die waren es schon, das war es schon. Sachen im Wert von 2. Oh, hier, Apple. Apple-Geräte als Birnengeräte vergetarnt.